Hey Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wie ihr unschwer erkennen könnt, geht es heute um OnePlus. Und ich muss ja zugeben, dass ich so ein kleiner Fanboy bin. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich heute mit euch das OnePlus 6T auspacken kann. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß und los geht's nach dem Intro. So, dann holen wir mal das Unbox-Messer, auch hier für die Küche üblich, und wollen das doch mal hier aufschneiden. Ganz vorsichtig, weil es ist nicht mein Gerät, es ist auch nicht von irgendeinem Shop oder von OnePlus direkt. Es ist mal wieder von einem Arbeitskollegen und ich freue mich dann immer, wenn ich sowas auspacken darf, wenn die Arbeitskollegen an mich denken. Also auch hier wieder vielen Dank, Dennis, für deine Leihgabe, dass du an mich gedacht hast und dass du weißt, dass ich halt OnePlus-Fan bin. So, dann wollen wir mal anfangen. Hier ist so eine Banderole mit OnePlus Community und wir sind eins und wir gehören alle zusammen. Aber das ist eigentlich so ein bisschen weniger interessant. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das abkriege. Nichts kaputt machen. Das geht aber schwer ab. So, gepackt. Ja, eine ganz unscheinbare Verpackung. Ist ein bisschen so nicht ganz weiß gehalten, würde ich sagen. Sieht so ein bisschen aus, finde ich, wie so Altpapier. Also ich finde es nicht schlimm, wenn es sogar Altpapier ist. Würde es mich sehr freuen. Dann gehen wir mal weiter rum. Ja, Unlock Speed. Ja, geht ja um den unterm Display Fingerabdruckscanner. Also ich bin wirklich gespannt drauf. Vorne die große 6, das machen sie ja immer. Also nicht irgendwie 6T drauf. Das steht dann wiederum hier an der Seite. Und jetzt wollen wir gar nicht lange rumfackeln und einfach mal das aufziehen. Und da sehen wir es schon. Sehr schön, sehr schön. Sieht schon wirklich klasse aus. Hier gleich der Hinweis auf den Fingerabdrucksensor unter dem Display. Ich muss es natürlich erst einmal hier raus und ich lege es natürlich erst einmal auf die Seite, ist ja ganz klar. Unbox-typisch. Wer das erfunden hat, Mensch. Naja, machen wir mal weiter im Text. So, hier wieder ein kleiner Schieber. Ich vermute mal, ja, OnePlus hat wieder eine Hülle beigelegt. Die ist diesmal, ja, doch, ich muss ganz sagen, also ich habe ja das 5T. Die ist stabiler. Fühlt sich stabiler an. Also da hat OnePlus aufgerüstet, würde ich sagen. Hier, denke ich, übliches Schriftzeug. Rein. Ja, da kommt doch schon einiges raus. So, hier haben wir einmal das Image-Check-Tool. Sagen wir, damit kann mittlerweile jeder umgehen. Die Safety-Information, ja, braucht keiner zu lesen. Also schon natürlich, klar. Und hier Quick-Start-Guide. Und OnePlus-typisch, auch schöne Apple-Sticker. Immer wieder schön zu sehen, dass das nicht nur Apple macht. So, dann packen wir das doch mal alles auf die Seite. Ist da noch was drin? Oh ja, natürlich. So, dann haben wir hier das Netzteil. Ist natürlich das Dash Charge. Sehr schnell, was OnePlus da ja anbietet. Und also ich bin mit dem 5T immer noch sehr zufrieden, wie schnell das lädt. Und jetzt vor kurzem ist ja die McLaren Edition vom 6T rausgekommen und dann nennt sich das Ganze jetzt Warp Charge. Also wer sich die Namen überlegt, der ist bestimmt sehr lustig drauf und bestimmt Enterprise-Fan. So, dann haben wir hier das Kabel dazu, natürlich USB-C auf USB-A. Und leider, leider, ich stehe ja voll auf den 3,5 mm Klinken. Eingang haben wir hier ein
USB-C auf 3,5 Klinke Adapter. Ist trotzdem schön, dass es dazulegen und auch schön in OnePlus-Farben gehalten. Also ist es okay, aber ich habe dann in meinem letzten Video ja schon mal erwähnt, dass ich da mehr auf die auf den 3,5 mm Klinkenanschluss setze. Sehr schade, finde ich. So, machen wir hier mal ein bisschen Platz. So müsste es gehen. Dann kommen wir nochmal zum eigentlichen Gerät. Boah. Das ist die Farbe Midnight Black. Ein bisschen sieht aus wie Metall, aber es ist Glas. Kamera. Guckt ein bisschen in die Kamera. Die Kamera guckt ein bisschen hervor. Ganz leicht. Machen wir erstmal die Sticker ab. So, kriegen wir den auch ab hier. Ja. Sticker da. Ja, ihr müsst entschuldigen, ich bin ein bisschen erkältet. So in den letzten Zügen. Es hat nicht ganz gereicht für eine Männergrippe. Zum Glück. Also das sieht schon very nice aus, das Display. Ich bin ja Fan von der Regentropfen-Notch. Es sieht wirklich cool aus. Also beim 5T hatten wir noch keine Notch. Oben und unten ein bisschen breiteres Display. Was ich gerade sehe, es ist eine Schutzfolie vorinstalliert, sage ich es mal, vormontiert. Sehr schön, es ist auch immer gut, wenn man dann den Schutz hat. Aber gehen wir mal ins Gerät rum. Gehen wir mal in die Kamera. Und was haben wir dann hier? Hier haben wir den Power-Button. Hier ist der Alert-Slider. OnePlus typisch in drei Positionen verfügbar. Sehr gut verarbeitet, es wackelt nichts. Antennenstreifen, hier oben ein kleines bisschen. Oben finden wir nur ein Mikrofon. Dann haben wir hier den SIM-Kartenschacht. Und die lauter und leiser Wippe ist ja seit dem OnePlus 6 auf die linke Seite gewandert. Ja, das stört mich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht im ersten Moment. Mal sehen, was berichtet wird, wie mein Kollege damit zurechtkommt. Unten haben wir dann die Lautsprecherlöcher, obwohl nur ein Lautsprecher halt verbaut ist und im anderen wird ein Mikrofon sein. Und hier natürlich der USB-C Ladeport. Auf der Rückseite haben wir schön Design bei OnePlus. Das OnePlus-Logo und die Dualkamera mit unten drunter dem LED-Blitz. Das schöne Display sehen. Ja, vibriert es gleich oder vibriert es nicht? Ja, doch, es vibriert. So. Die Version ist mit 256 GB Speicher, 8 GB RAM und verbaut ist der Snapdragon 845, im Moment halt der schnellste auf dem Markt natürlich. Und es ist ja jetzt schon ein paar Monate draußen und ich vermute mal, dass OnePlus typisch, dass das Ding rennt wie Sau. Entschuldigung für den Ausdruck, aber ich bin davon einfach begeistert und begeistert bin ich auch jetzt total von den Display-Rändern. Also genial, wirklich klasse. Da richten wir es mal kurz ganz schnell ein. Das Display mit den dünnen Rändern ist natürlich genial. Der Fingerabdrucksensor. Hat man den erkannt? Nee, aber beim zweiten Mal hat er den erkannt. Das
jetzt gesehen. Cool. Ja, jetzt ein bisschen langsamer. Machen wir mal Gesichtserkennung. Ja, gut, die ist aber auch ein bisschen langsamer. Hm? Ja. Also bei 5T ist die schneller. Gut, das Ganze nicht so arg lang zu ziehen. Bleibt dann nur noch zu sagen, also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann lasst auch einen Daumen da, aber schreibt mal in die Kommentare, warum es euch nicht gefallen hat. Ich will mich natürlich immer wieder verbessern und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich unterstützt in Form eines Abos, um weitere Videos natürlich nicht zu verpassen. Und ich würde sagen, dann bleibt nur noch bis zum nächsten Video. Ciao!